gilt heute. Am Anfang einer neuen Wahrheit stehen die Querdenker. Und deswegen bin ich hier. Ich bin aber auch hier mit Fremdscham. Ich habe ja miterleben müssen, dass meine Schwestern und Brüder im Amt alle ihre alten Leute im Stich gelassen haben. Ich bin hier mit Fremdscham und müsste eigentlich nach unten gucken, weil ich es nicht verstehen kann, wie man so gefürchtet sich verhalten kann, dass man die Leute, die 20, 30, 40 Jahre die Kirchenbänke gedrückt haben, in den entscheidenden Stunden ihres Lebens alleine lässt. Ich bin erschüttert bis heute. Also, ich muss bei uns selbst anfangen. Ich muss bei uns selbst anfangen und erzähle Ihnen eine Geschichte von vorige Woche. Da war in Tutzing Gottesdienst. Und natürlich war der Gottesdienst mit Masken. Und natürlich waren Familien da. Und als der Gottesdienst zu Ende war, fragen die Eltern das kleine Töchterchen: Warum bist du so still? Ist es wegen der Masken? Da sagt das Kind: Nein, es ist nicht wegen der Masken. Ihr seid so anders. Das Kind nimmt wahr, wie eine große dunkle Wolke sich auf dieses Land gelegt hat. Das nehmt ihr wahr, das nehmen unsere Kinder wahr, und das ist gruselig. Während, also, schreibt die Süddeutsche Zeitung, einige Pfarrer mehr beim Obi sind, um Absperrband zu kaufen, statt hier zu sein oder die Bibel zu studieren, will ich euch eines der wichtigsten Worte Jesu erneut in euer Herz geben. Fürchtet euch nicht, so fangen alle Engel an zu sprechen. Aber Berlin spricht anders. Berlin sagt nicht, fürchtet euch nicht, auch wenn man Angela heißt. Und die tiefste Botschaft, die ich euch mitgeben kann, heißt: Selig sind die Friedfertigen, denn ihnen wird die Zukunft und das Erdreich gehören. Nur wie macht man das? Ich will es euch zeigen. Wir müssen etwas aushalten in diesen Tagen. Wir müssen aushalten, dass Freunde und Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen, die Medien sowieso, uns für irre erklären. Was müssen wir tun, damit uns das nicht zu Herzen geht? Was müssen wir tun, dass uns nicht zu Herzen geht, dass Familien zerbrechen, weil wir mit solchen Worten traktiert werden? Es ist ja nicht nur so, dass die Kirche versagt. Wenn ich höre, dass der Bundespräsident, das fällt mir schwer, dass der Bundespräsident hingehen will, eine Gedenkstunde für einsames Corona-Sterben zu initiieren, dann denke ich, demnächst fängt die Firma Remsbar an und wird für die Zigarettentoten eine Stunde geben. Was wichtig ist: Nicht Corona hat Leben gefordert, sondern teilweise das Handeln der Regierung. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass der Gesundheitsminister sagt, der Tag wird kommen, wo er viel, viel Buße tun muss. Der Tag ist schon da gewesen, er hat ihn versäumt. Wer sagt, dass ich irre bin, das kann ich morgen sowieso lesen in der Zeitung oder als Bild. Das ist das Dritte. Sie haben gerade gehört, dass ich auch fast 12 Jahre meines Lebens in der ARD gearbeitet habe. Also ich kann mir ein Bild erlauben von Kirchens aus höheren Etagen und ARD auf höheren Etagen.
Ich kann Ihnen sagen, da wohnt kein Verschwörungstheoretiker, aber es ist unendlich viel Angst in den Etagen. Es ist ein Druck in den Etagen. Das glauben Sie nicht. Und ich habe ein Wort gelesen, das im Tagesspiegel von Berlin sozusagen mir unterschoben worden ist, aber am Ende doch etwas sagt über die Medien in dieser Zeit. Hören Sie das Wort, es ist nicht von mir, es ist vom Tagesspiegel. Es ist eine Pöbelindustrie geworden.